bei meiner besten Freundin und es klingelt gerade. Was ein Festmahl. Stehen an der Bahn, kommst du zu mir? Oh mein Gott. Ich hab ein bisschen Angst. Brauchst du nicht. Vor Spinnen und vor den Stehen an der Bahn. An der Bahn. Spinnennetz. An der Bahn. Stehen wir, wollte ich sagen. Kann man denn nicht. Sehen ihre Augenbrauen? Die sehen schön aus. Die sind schön. Okay, jetzt guckt er auch noch hierher, oder was? Jetzt guckt er auch nach. Ob ich hier irgendwie Pastet habe. Wir warten jetzt auf eine Freundin. Nämlich auf Christine. Kannst du ruhig sagen, dass du auf Christine war. Ich küsse hier gerade ein bisschen, weil hier bestimmt Spinnen sind. Ja, bitte. Noch ein bisschen Videomaterial. Film meinen Schwanz. Ja, voll. Oh Mann! Au! Ja, bitte guckt euch das mal an. Mann, das war mein erster Versuch. Bleib doch mal so. Au! Da hängt erstmal ein Haarwasserleitchen gehört. So hier und vor der gefakte, weil hier ist nämlich ein Haargummi. Soll ich das auch machen? Nein. Ganz so hässlich. Nein, das ist hübsch. Auf einmal. Das ist hübsch. Ah! Au! Mich hat die Spinne gestochen. Gestochen! Klar. Mach mal Musik an! Bitte lass mich nicht im Stich, Baby! Ich tu alles, was du willst von mir! Os Boys! Ja! Ne? Ja! Os Boys! Sie ist unterwegs! Sie ist 31 erst da! Oh. Mann, Mann, das! Nein, ich brauch dich! Ja, ich mach das immer noch mach nicht mehr! Auf jeden Fall wollte ich sagen, steig mal oder sag mal, wo du bist. Eigentlich stimmt das, weil ich da will ich Osnabrück fahren, weil jetzt habe ich da Bock. Das war ziemlich schnell jetzt. So. Jenny und ich waren mal unterwegs gewesen. Das ist noch nicht so lange her. Kannst du weit davon oben filmen, sonst ist noch mein Doppel. Okay, ja. Und okay, Bitch, okay. Und ich hatte da standen wir irgendwo, ich weiß nicht, in der Naturkundung? Nee. Irgendwo in der Nähe von Naturkundemuseum. Keine Ahnung. Rumlaufen? Ja. Und da hatte Jenny irgendwelche Probleme, keine Ahnung was. Und ich habe nur die Hälfte auf Video. Da war sie an so einer Bushaltestelle. Nee, da standen wir Leipziger Platz. Und echt? Ja. Und da hat sie sich einmal um die Stange gedreht. Ja, das sah ungefähr so aus. Warte. Film das. So. Und dann bin ich irgendwie so abgerutscht. Ja, und dieses... Dieses Wegfliegen, das habe ich noch auf Video, das blende ich euch auf jeden Fall gleich mal ein. Nee, auch bitte nicht. Das ist so lustig, ey. Und wenn da mal ein Fail hat, Alter, dann möchte ich so hart aufnehmen. Ja. Ja, bitte. Hui! Kann ich was dazu sagen? Sag was dazu, natürlich. Ich würde sagen, dies hier ist gestört. Das alles als letztes nie. Ich bin gestört. Du schaffst das schon. Was ist deine scheiß Mission heute? Ja. Wie ein Chamäleon. Als ob Chamäleon sei. Jenny sagt, wir tun jetzt mal so, als ob wir süß wären. Ja, doch, wir sind süß. Ja! Guck mal, wie süß wir sind. Wir sind voll süß. Ja. Jetzt los, jetzt los, YouTube. Kuschelnetz bei uns. Jetzt erst. Ja. Und jetzt fahren wir zum Alexanderplatz. In unsere Stammbar. Weil außer Alkohol haben die jetzt nämlich Essen im Sortiment. Oh, stimmt, die haben jetzt ein Restaurant. Also hatten die vorher auch schon. Also ich habe Alkohol dabei. Sehr gut. Und mein Garten. Was ist los? Jenny.
Die hat halt ihren Saft, ihren Hustensaft. Und sie scheint im Himmel zu sein. Also mein Herz erfüllt sich gerade mit Liebe. Okay. Was trinken Sie denn? Kann ich denn hier? Sie meint natürlich Limettensaft. Ja. Und Sarah trinkt Melonensaft. Ich trinke Cola. Christine, du brauchst dich gar nicht zu schämen. Ich hasse mich. Oh, hallo. Wer bist du denn? Was hast du denn da gemacht, Mensch? Oh ne, wir sind am Allee. Was hast du? Einmal ein Tee und mal ein Taschentuch geben. Ein Interview, bitte. Ich hab kein Taschentuch. Das sieht gut aus. Was hast du getan? Daddy, sag's mir. Daddy, mich. Sie gibt dir ein Taschentuch, die Behinderte. Und was für ein... Wenn du nicht trinkst, kannst du ja nichts dafür. Machst du das aber, sieh das jetzt? Nein, mach's nicht. Machst du das? Ich hab die Flaschen nicht gedrückt. Oh Mann, ich hab nicht mal einen Wechselschirm bei. Oh. Jetzt, wo wir am Alex ankommen. Also wir sind am Alexanderplatz. Und Jenny sieht so aus. Jenny hat ihre Periode. Oh Mann, was mache ich denn jetzt? Ja, was willst du machen, Girl? Ja, glaubst du, geh so in die Bar? Da muss er T-Shirt ausziehen. T-Shirt ausziehen und Jacke zumachen. Wir sind jetzt in der Bar. Und wie ihr gesehen habt, hat Jenny sich mit Alkohol vollgeschüttet. Ja. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Und sie hat auch noch ein schön weißes T-Shirt an. Warum so aggressiv? Weil ich einen Grund dazu habe, glaube ich. Und das ist eine Motte. Jenny hat Angst vor einer Motte. Ja. Jenny hat auch einen Fleck auf ihrem T-Shirt und geht so in eine Bar. Ja, ihr Wichser, ihr seid ja nicht betroffen. Ich war's nicht. Wärst du das gewesen, hätten wir wieder nach Hause gefahren. Hätten wir wieder nach Hause gefahren. Nee. Doch. Wären wir nicht. Doch. Nein. Gut, okay. Ich hab bei Musical.ly. 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 Cocktails sind da. Oh, ich hab sogar diesmal mit Weintrauben. Ich hab Orgasmus. Weintrauben. Ich hab Orgasmus. Hier ist ein Orgasmus. Sieht man das? Jetzt mal kommt so ein Gibst du mir ein Interview? Ja. Frag mich was. Okay, wie schmeckt deine Ananas? Meine Ananas schmeckt ein bisschen sauer. Okay. Aber kann man essen, also ich habe den Hunger gemacht. Du weißt, was man über Ananasse sagt? Naja, wenn es was mit Männern zu tun hat, ja. Ja. Wenn bestimmte Sachen ausschmecken würden, würdest du vielleicht auch essen. Oder schlucken. Ja, aber vorher auch kauen. Oder einfrieren und dann als Eis genießen. Gib es mit Schmetterling. Nein, steck ihn rein, steck ihn rein. Schlag die Hummel! Steck ihn rein, das tut weh! Bis die Fotze klopft! Ist der Text richtig? Nein! Steck ihn rein, steck ist ihn der rein! Text richtig? Oder kennt ihr diese Kindersendung? Wer hat den größten Schwanz? Es gibt ach, kleine ja. Schwänze, große Schwänze! Steck ja, du mit den Tieren! Mit den Tieren! Mit den Elefanten da! Und die Affen! Ja! Und der Löwe! Es gibt verschiedene Schwänze! Ja. Das ist schön! Es gibt lustige Schwänze. Naja. Auf jeden Fall haben wir zwei Freunde, die hier in der Bar arbeiten. Hallo! Ich erzähle hier gerade, was weltbewegend ist. Ach, okay. Oh nein. Ciao! 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 Wir haben zwei Freunde, die hier arbeiten. Mach mal! Beide sind nicht da. Ja. Einer schuldet mir noch Geld. Ja.
für 1 Euro? 20. Oh. Nein, Geschenk ist Geschenk. Du wir sind doch Freunde. Wir sind doch Freunde. Jeder muss mal mit sowas ankommen. Naja. Was machst du? Wir ziehen von Bar zu Bar weiter. Und hier. Was? Ach so, Mann. Ich kann nicht runterfahren. Wir gehen jetzt, wir fahren jetzt zum Frankfurter Tor. Und da ist eine Bar, da sind unsere Freunde. Und dann. Oh ja. Sie kann es. Und dann chillen wir mit denen und dann irgendwann gehen wir nach Hause. Weil Jenny und ich, die Benette da hinten, ja, wir haben nämlich morgen zusammen Dienst auf einer Etage. Sie ist wohl bemerkt meine beste Freundin, das wird nicht gut gehen. Aber freust du dich schon, dass wir morgen zusammen Dienst haben? Oh, das wird eine Katastrophe. Auf jeden Fall. So phänomenal. Und sie hier hat morgen frei. Die Ische da neben Gott. Uns. Ich, das muss ich immer wieder betonen, hätte morgen nämlich auch frei. Aber weil meine beste Freundin so süß ist, springe ich aus meinem Frei ein und mache einfach. Naja, jetzt gehen wir zur U-Bahn. Das ist Alexa. Keine ist so schön wie du. Geil. Es ist 2:30 und wir laufen jetzt zur S-Bahn. Hier fährt die Tram. Und ich habe so Hunger, aber ich glaube, das schaffen wir nicht mehr, weil es hier nicht mehr die S-Bahn ist. Oh, und ich hab Hunger. Bitte nicht, ich hab schon einen Kotzfleck. Ach nee, ist eigentlich. Habt ihr was zu sagen, ihr Bitches? Nee. Nee? Christine? Nein. Ach Mann, ihr seid lange langweilig. Langweilige Menschen. Ich hab noch ein paar Hühnchen zu rupfen. Oh, ja. Wir haben uns gerade abgeschminkt und sind jetzt im Bus. Und ich weiß gar nicht genau wann. Es ist nicht spät, aber es ist müde und müssen morgen arbeiten. Ja. Oh, Rotlicht. Rotlicht für Jü. Es ist kurz nach, kurz vor 2. Und ich bin so, ja, so um kurz nach 2 ungefähr zu Hause, wenn ich den Nachtbus kriege auf jeden Fall. Und ja, ich habe ja morgen meine Schicht fängt morgen um 12 Uhr an. Jenny ihre um 13.30 Uhr. Mama hat seine Brille an. Das sieht halt so scheiße aus. Dann erzähl mal was. Hä? Dann erzähl mal was. Ja, es gibt da draußen Menschen. Ich weiß nicht, ob die das YouTube-Video gucken. Ist mir aber scheißegal, ey. Und den werde ich noch...